Ich bin Leist. Du bist Kartoffeln. Wir essen Brokkoli. Also es hat so angefangen, heute Morgen bin ich ins Bad und habe einfach gesagt, was ist denn los? Und habe mich halt auch mit meiner neuen Creme eingecremt. Ich würde euch die Marke sagen, aber was bringt's denn am Schluss? Nennt es, wie ihr wollt. Das sind alles Methamphetamine. Darum bin ich hier. So süß wie du, so weich wie du, komm wir schaffen Kopf an Schwammkopf ein, ich bin da, nun komm zur Ruhe, komm zur Ruhe. Oh, dann sagst du also, dass es böse wäre, wenn ich so etwas hier machen würde? When I pop on top, then you go baby, just a little bit in. Du solltest nicht allein auf ne Party gehen. Du solltest nicht so nah bei mir stehen. Du solltest nicht. Ich sollte nicht. Wir wünschen, dass wir. Hallo Leute, in 3 Monaten ist Valentinstag, also suche ich jetzt offiziell einen Freund. Ihr müsst diese Bedingungen erfüllen und schon seid ihr qualifiziert. Nummer 1, ihr braucht einen Pulsschlag. Und das war's eigentlich schon. Bitte meldet euch bei mir in den Kommentaren. Danke. Big, big, big. Big, 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 very big. Ich hab kein Problem und somit auch kein Drama. Kannst es so sehen, aber ich seh's halt anders. Lasse alle reden, lass sie haten, lass sie labern. Es läuft wie von selbst und den Rest regelt Karma. Sie wollen wissen, wie's mir geht. Doch du sollst wissen, ich hab keine böse Absicht. Deswegen schick ich diese Nachricht. Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Manche Leute sind so dämlich, die haben anstatt einer Geburtsurkunde ein Entschuldigungsschreiben vom Kondomhersteller bekommen. Ja, bei manchen Leuten trifft das wirklich zu, auf jeden Fall. Allerdings, ich habe meine Mutter gefragt und man muss furzen. Ja, aber nochmal. Oha, okay. Als du das erste Mal gesagt hast, du liebst mich, konnte ich mir vorstellen, wie das Paradies ist. Egal was für eine Frau, was für Hüften, was für Beine. Ladies, keine Chance, es ist diese oder keine. Die eine oder keine, für keine andere Frau gib ich. Ich bin keine Prinzessin mit Krone. Ich bin das Mädchen, das mit Tränen in den Augen lachen kann. I don't wanna let go. Kennt ihr mich noch? Dieses Mädchen habt ihr angespuckt und ignoriert. Ihr habt mich nicht angeguckt. Außenseiter Nummer 1, meine Lehrer glaubten nicht, dass in jeder Pause meine Welt in 1000 Teile bricht. Ob ich mein Leben lang in dieser Stadt gefangen bleib? Nein. This is a real modern day. Hey, Stalker!
Du Gangstalker! Du Nachsteller, Belästiger! Komm mal her! Doch, du hast mich belästigt. Vor dir steht die beste Crew der Welt. Also sieh gefälligst zu, dass du sie bei Laune hältst. Kennt ihr das? Ich sehe in dein Herz und erkenne mich selbst. Und doch bin ich niemals ein Teil deiner. Ey, kannst du das vielleicht mal lassen? Mal ganz ehrlich. Hä, warum soll ich das bitte schon lassen? Vielleicht, weil es nicht gut klingt und du nicht singen kannst. Weißt du eigentlich, wie scheißegal mir das ist? Ich singe gerne, also warum sollte ich es nicht wieder machen? Oder nicht weiter singen, sag mir das mal. Ganz einfach, weil es schlecht ist. Aber noch eine andere Frage, wie findest du eigentlich dieses Oberteil? Also wenn du mich fragst, es sieht nicht gerade gut aus, ich würde es nicht tragen. Ich sag euch jetzt mal eins. Mein Leben, meine Entscheidung, was ich tue, was ich trage und was ich sonst noch so mache, wem es nicht gefällt, einfach nicht angucken, einfach nur wegsehen, weiterrollen, einfach mich blockieren und fertig. Weißt du, ich glaube, ich herkomme. Ist man einfach nicht cool, wenn man so ist wie du. Du sitzt im Mercedes und siehst aus wie ein Loser, Mann. Ich sitze in der Bahn.